Ja, hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ich bin's, der Black. Ich bin ja hier, um, nicht Lysette. Hallo, Lysette. Ja, zu dir will ich gar nicht. Ich will nämlich hier irgendwo, habe ich doch was angepflanzt. Da drüben. Das ist doch sicher schon fertig, die Elfenwurzel hier. Juhu, pflanze einen neuen Samen ein. Okay. Und hier. Nochmal, weißt du, ich brauche noch eine Elfenwurzel. Kann doch gar nicht sein. Naja, jedenfalls haben wir da ein bisschen was rausgesammelt. Sehr schön. Der Kirchengarten blüht und wächst und gedeiht. Und die neuen Elfenwurzelsamen, die finden wir dann auch noch, den letzten. So. Habe ich jetzt so beschlossen. Was ich ebenfalls beschließe, ist erstmal hier zurückzugehen und mich mal hinzusetzen. Setzen. Weil wir können mal wieder ein bisschen richten. Wahrscheinlich über diesen... Vor euch seht ihr Servus aus dem Zirkel der Magi in Menrathus. Ihr seid ihm und seinen Venatori in den Westgraten begegnet. Jo. Er gibt zu, für Korypheus gearbeitet, Monster erschaffen und Magie zur Eroberung eingesetzt zu haben. Darüber hinaus hat er seine Beziehungen genutzt, um magische Artefakte aus den Westgraten herauszuschmuggeln. Und das ohne Zustimmung seines Meisters. Aha. Ob er Korypheus gegenüber loyal ist oder nicht, ist für seine Verbrechen ohne jede Bedeutung. Ich wurde von Dritten angeheuert. Ich empfinde ihm gegenüber keinerlei Loyalität. Und vielleicht könnte ich euch ja nützlich sein, euer Gnaden. Entschuldigt, aber versucht ihr etwa mit uns zu feilschen? Zu feilschen? Nein, das war lediglich ein Einwand. Ich unterwerfe mich eurer Gnade. Außerdem habe ich Freunde in Tevinter, die mir einiges schuldig sind. Lassen wir das, was in den Westgraten geschehen ist, hinter uns, Inquisitor. Dann sorge ich dafür, dass sie euch zur Verfügung stehen. Ich will ihn als Schmuggler, wäre eine Möglichkeit. Werft ihn in den Kerker. Er wird Informant auf Bewährung. Ich bin mir nicht sicher, was mache ich denn? Gebt ihn Korypheus zurück, werft ihn in den Kerker. Mach mal das hier. So. Jemanden, der magische Artefakte nach Tevinter und sie dort auch wieder herausschmuggeln kann, sollte man nicht an höfische Diplomatie verschwenden. Bringt diese Artefakte zur Inquisition. Beschafft uns etwas wirklich Nützliches. Dann lockern wir vielleicht eure Fesseln. Euer Gnaden erkennt den Wert eines Mannes, wenn er ihn sieht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ja, waren einige dafür, einige dagegen. Hat quasi unsere Mitstreiter gespalten ein bisschen diese Meinung. Aber ja, ich finde schon, dass das so okay war. So, wir gehen mal kurz in die Krypta. Weil, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir hatten ja für Varric was Neues gesehen. Und das müssten wir eventuell mal ausrüsten. Das heißt, ich muss mal Verbesserungen herstellen, Rüstung herstellen, nee, Waffe herstellen. Ich will euch nicht so nahe treten, wisst ihr? Himmelsfeste Anpassung, nee, Tränke aufwerten, nee. Wo war denn das? Waffe modifizieren, genau. Und zwar nicht meine, sondern die vom lieben... Wo ist er? Varric, da war er doch. Varric, nicht bögen. Na gut, war ja unter Bogen eingesortiert. Rotkreuzuntergang, da ist die Bianca. Und zwar Bianca Bogen 3, oh, ist schon drin. Nun machen wir noch eine Rune rein, geht das? Rune des Geistes, nur Stäbe, Bianca Bogen 3 ist schon drin. Okay. Haltbarer Griff können wir lassen. Visier. Okay. Ja, lassen wir auch drin. Was soll's. Na gut. Das wäre also schon erledigt gewesen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich das gemacht habe oder nicht. Offensichtlich schon. Tränke ausrüsten. Ich gehe mal hier die Lyrum-Tränke wieder ausrüsten hier. Einmal aufstocken. Dankeschön. Rüstung herstellen, Waffen herstellen. Wo konnte ich denn die Runen modifizieren? Hey, Dagnar, weißt du das? Was kann ich für euch tun? Ja. Ihr scheint von dem Anker beeindruckt zu sein. Wonach sieht er für euch aus? Ich habe gehört, was alle sagen, dass ihr Korypheus habt sagen hören. Klingt irgendwie kompliziert. Für mich ist das ein Schlüssel. Aber Schlüssel tun viele Dinge. Öffnen, schließen, umschalten. Einige öffnen eine Sache, andere öffnen alles. Klingt, als hätte Korypheus etwas damit geöffnet. Und ihr scheint etwas damit schließen zu können. Vielleicht ist das tatsächlich so einfach.
Auf alle Fälle ist es hübsch. Ich wünschte, ich könnte hindurchsehen. Naja, okay. Dagna zeigt mir, was ihr könnt. Braucht ihr Feuer? Die Leute bitten immer zuerst um Feuer. Ihr doch auch, oder? So funktioniert es. Bringt mir die seltenen Zutaten, die man braucht, um Meisterwerke zu verzaubern, und überlasst alles weitere mir. Ganz normal. Nur, dass es nicht normal ist, sondern eine Manipulation der Mächte der Natur. Und ich trage dafür Sorge, dass alles funktioniert. Ihr werdet sehen. Sie werden es alle sehen. Okay, ein besserer Hof da. Wo ist mein anderer Arm? Ach, da. Warum werden das eigentlich jetzt schon wieder Elfenwurzeln weniger? Ich hatte doch mehr. Manu. Sowas. Rüstungstönung. Achso. Ja, nö, das ist neu, das will ich nicht. Ich behalte die Rüstung an, die ich habe. Ich lege mal ein bisschen was ins Inventar. Und zwar Schwert der verbündeten Karis. Lagern. Gezackte Kunari-Klinge. Nö, ich lagere alles, was so lilalich ist. So, Stab des Stillstands. Schneesturm, Schneise, auch wenn ich das Zeug nicht unbedingt mehr brauche, Rotkreuzuntergang genauso wenig. Aber ja, könnte ja sein, dass es sich eines Tages noch als nützlich erweist. So, Rune des Geistes, da habe ich gleich zwei im Inventar, komm weg damit. Du auch. So, zurück und den Rest verkaufen wir einfach. Muss ich noch schnell einen Händler finden? BZW, ich glaube, da war ja ein Händler drin. Oder war das Lager, das da so angezeigt wurde? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich gehe nur mal rein. Augenblick. Geht gleich weiter. Ich verspreche es. Bestimmt. Irgendwie. So, Händler. Da steht doch Händler. Rüstung tönen. Harrod. Nee. Der Nächste, der die Hohlkehle als... Du giltst als Händler. Okay. Achso, was haben wir hier? Kaufen, verkaufen? Ja, das Taktikerneuerung. Das kann ich hier verkaufen, aber das ist egal. Ich mach mal hier. Einmal so. Verbessertes Amulett der Magie, das lasse ich mal da. Ring des Verbesserten. Amulett der Ausdauer könnten wir auch da lassen. Krieger oder Schurke, 10. Ist aber nicht viel. Komm, verkaufen. 2 Konstitution ist auch blöd. Magieabwehr. War keine verbesserte. Amulett der Macht, Amulett der Magie. Das Zeug lassen wir. Das verkaufen wir. Den hätten wir hier. Ja, ich hatte in der Pause quasi unsere Leute ausgerüstet. Also kann das alles, was ich hier habe, einfach mal weg. Genau wie hier. Oh, haben wir viel. Alles verkaufen. Geht hier nicht. Hm, okay. Dann Großbärenklaue. Klar, hier ist nichts mehr zu verkaufen, weil wir das Zeug schon losgeworden sind. Okay. Ich habe jetzt wieder ein freies Inventar. Das war Sinn der Sache. Auf in die Haupthalle. Beziehungsweise komme ich von hier auch schon auf die Weltkarte. Ach nee, halt, nee, ich muss ja eh. Weil ich ja, dort hinten und so und überhaupt und ja, ist so. Ihr wisst schon. So, Quartiere. Ist verkehrt. Mist. Ich will da nie in die Quartiere, verdammt. Lass mich mal wieder raus. Da lang, genau. Okay. Na komm, lade. Dankeschön. Ich will in den Ratsraum. Der ist eins weiter unten. Wunderbar. Türe öffnen. Hallo. Bin gleich wieder weg. So, muss hier durch. Kriegsrat einberufen. Und dann können wir hier neue Missionen verurteilen vor allem. Dann können wir neue Missionen verteilen und dann auch direkt weiterreiten. Reisen. Manu, heute ist ja auch schlimm hier. In die Westkarte. Allen helfen, die vom Bürgerkrieg betroffen sind. Erforderliche Zeit, 57 Minuten. Ja, komm. Wer kann es besser? 51 Minuten. Josephine, natürlich kann es besser. So, okay. Russ und Evangeline finden. Die habe ich aber, glaube ich, schon mal gemacht. Aber weißt du was, wenn ich den nochmal machen kann. Dann wollen wir doch mal sehen. So. Hier hinten hatten wir Lösung für die wütenden Wargäste. Jo, mach du das. Inquisitor. Alles klar. Metalle sammeln, Bericht bereit. Nehmen wir mit. Paragon-Schimmer. Bericht annehmen. Und hier hätten wir Tiefenpilz. Juhu. Hat sich gelohnt. Voll. Ich guck mal hier rüber.
Elfenwurzel und Onyx. Leider kein Elfen-Dingsbumspflanze oder sowas. Naja, okay. So, die werden alle unterwegs. Scherben untersuchen. Abgeschlossene Truppen. Westkrater. Wir reisen in die Welt. Ja, in die Welt. Nehmen diesmal mit. Varric, den hatten wir lange nicht dabei. Cassandra. Und Solus, einfach mal. Varric und Solus. Die sind immer ein gutes Team. Bestätigen. Wird schon werden. Wieder dieser schöne schwarze Bildschirm. Gleich geht, ich wollte gerade sagen, gleich geht er wieder weg, weil hier Stachelrücken zu finden sind und die Fähigkeit Bann und magische Säuberung schwarzer Bildschirm. Ach, da hätten sie den Bildschirm auch gleich schwarz lassen können. Ach Mensch, mit euch. Alles muss man euch beibringen. So, Solus hat auch einen Löffel ab. Zumindest hat er sich eins verdient. Geh mal hin. P. Automatischer Stufenaufstieg. Bitteschön. Oh, und Varric auch, sehe ich gerade. Entschuldigung. Habe ich doch glatt überblättert sozusagen. So, bitteschön auch du, Varric. Punkt verteilt. Cassie hat nichts. Dann gehe ich mal auf M. Und guck mal, ich könnte ja jetzt... kann ich den hier hochreißen? Nö, hä? Aber ich kann zu diesem Lager reisen. Da haben wir auch eine Scherbe. Mache ich erstmal hier oben erstmal alles wegarbeiten. Und dann sehen wir weiter. Letzter Schritt, was auch immer das sein soll. Naja, okay. Reisen wir hier hin. So, an der Echorückenschlucht wieder angekommen. Und ein paar Scherben eingesammelt. Hehe. Hallo Leute. Ich muss mal eben durch. Inquisitor. Jo, hi. Scherbe hier. Hier war ja auch ein seitlicher Ausgang, den nehmen wir mit. Können wir bei Gelegenheit mal wieder in der Oase vorbeischauen und einfach mal die Scherben alle, ja, aufteilen und verteilen und hast du nicht gesehen? Bestimmt. Machen wir das irgendwann mal. Wenn ich dran denke. So, okay, hier oben liegt die erste. Komm mal her. Dankeschön. Damit hätten wir wieder 10 von 14 geschundene Scherben. Nehmen wir uns die nächste vor. Die ist hier drüben. Dann müssen wir hier drüben an der Seite vorbei. Weil obenrum ging es nicht. Lalalala. Theoretisch dürfte hier auch nicht mehr viel kommen. Ich weiß jetzt nicht, wo genau die Scherbe war, aber wir werden sie schon finden. So, hier war das Astarium oben drauf. Beziehungsweise eben der Teil, wo die Höhle war. Hier sind wir mal runtergesprungen. Ich erinnere mich. Jetzt springe ich einfach nochmal hier vorbei. Lasurit. Nehme ich gerne wieder mit. Was man hat, hat man. War ich eigentlich in der Höhle schon reingegangen? Ich glaube schon. Ich renne da jetzt nicht erst wieder rüber. Guck mal, da unten sind wieder ein paar Venatori. Und eine Truhe. Habe ich die auch schon aufgemacht? Muss ich dann gleich mal gucken. Da muss ich dann gleich mal gucken, ob das wirklich schon der Fall gewesen ist. So, V. Ich glaube, die... Ah ja, die war ja in der Festung drin. Das heißt, ich muss hier nochmal hoch. Doof, dass ich hier nicht reinkomme, einfach so in die Fort-Echung-Rücken-Festung. So. Also ich komme schon rein, aber dass ich hier ganz außen rum laufen muss, ist ja nervig. Nee, lass mich vorbei. Dankeschön. Jetzt hoffe ich mal, dass hier... Toll, ganz da oben. Halt, nein, da war eine Leiter. Das mit der Leiter ist, glaube ich, die schlauere Variante. Und hier hinauf. Lalalalalal, bevor ich mich wieder in den Bruch hebe und hüpfe, gehe ich doch lieber über die Leitern. Hihi. Und da haben wir die Scherbe liegen. Ich sehe sie. Juhu. Okay. Scherbe hier noch. Und dann hätten wir alle. Was heißt alle? Wir haben noch ein paar zusammen. Naja, ich lebe noch. Ich lebe noch, das ist das Wichtigste. Ich lasse mal die Venatori kurz links liegen. Weil ganz ehrlich, so notwendig habe ich die jetzt auch nicht. Und wirklich wehtun tun die mir ja auch nicht mehr. So, okay, Scherbe einsammeln. Gefundene Scherben 14, 12 und 14. Dann hätten wir hier unten noch Astarien in den Geraden. Wie lockt man einen Drachen an?
Schärfere Weißkrallen. Und was ist das hier hinten? Scherben in den Graten. Ach so, ja, hier gab es ja auch welche. Ich gehe mal hier hin. Und zwar, so, Griff von Flügel feste, reisen wir hin. Wunderbar. Und, ja, holen uns die nächsten Scherben in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Huch. Tschüss.